Was zur Hölle? Wo kommt der an? Woher kam der jetzt angeflogen? Genau, alles schön looten, was hier rumliegt. Ich würde mich um die Riesen vor euch kümmern. Das hat sich damit wohl erledigt. Also schnappen wir uns schnell hier die Riesenseele. Und ich würde eigentlich sagen, gucken, dass wir hier rauskommen. Aber warum nicht alles abgreifen, was geht? So. Zumal ich mir gerade nicht sicher bin. Wow. Genau, schießt ruhig auf mich. Genau, hier oben war nämlich auch noch was. Ja, ich mach die Fliege. Die Jungs sind mir nämlich doch etwas zu gefährlich. Da kämpfe ich lieber gegen Riesen, die sind plump. So. Ich bin hier draußen, das heißt, ich kann hier die Abkürzung zurück zum Leuchtfeuer nutzen. Auch wenn ich dafür am Eisentrachtritter vorbei muss. Und an den beiden Jungs. Aber ist mir egal, klettern können die ja nicht. Und ich muss hier hoch. So, jetzt kann ich mich gleich menschlich machen, weil ich brauche die Menschlichkeit. Und die Ausbeute gucken wir uns dann an, wenn ich den Rest hier auch geschafft habe. Denn jetzt müssen wir zum unbekannten Ort. Da ist der dritte Ritter. Jo. Der dritte Riese. Sinnestäuschung. Ich habe gedacht, da wäre eine Leiter. Jo. Das hier wird jetzt die lustigste Erinnerung. Denn die ist wie aus einem Actionfilm. Einem mittelalterlichen Actionfilm. So, wir haben zwei Leute, die wir rufen können. Und wir entscheiden uns für Bernhard. Und wie man sehen kann, ist dort ein Nebel im Weg. Genau durch den Nebel müssen wir jetzt hindurchschreiten. Und uns genau nicht von dem Zeug hier treffen lassen. Bernhard, das ist nicht gut, dass du da stehst. Genau, weil der Kopf rollt runter und tötet hier alles. So, hier oben war das Asketenleuchtfeuer. Wow, das war jetzt knapp. Eisentrachtgamaschen. Oh, und wir haben ihn schon getriggert. Bernhard hat ihn schon getriggert. Nämlich den Riesenfürsten. Ja, und dann bin ich gestorben. Weil ich zu viel mit Trinken und so beschäftigt war. Gut, aber das können wir ja alles wiederholen. Nur, dass wir Bernhard dabei haben sollten.
So, wieder zurück in die Erinnerung. Wenn wir nämlich Hai durch diesen Kampf bringen, haben wir auch seine Queste abgeschlossen. So, jetzt warten wir mal kurz das hier ab, genau. Dann kommt nämlich der Feuerball angeflogen, der den Kopf abreißt. Und wir können hier durchrennen. Nur nicht hier. Sondern hier müssen wir durch. Und dort wartet er schon auf uns. Der Riesenfürst. Ein alter Bekannter übrigens. Das ist nämlich der allererste Boss. So. Mal sehen, ob Bernhard es her schafft. Ja, schafft er. Wir können uns unseren Speer auch zweihändig nehmen. Und mal heilen, dass Bernhard geheilt ist. So. Oh, mir fällt außerdem gerade ein, wir könnten ja mal... Ah, nee. Noch Blitzschaden hinzufügen. Und sterben. Ja gut, das Sterben war nicht geplant. Aber Gemach. Wir haben noch genug Menschenbilder. Um das zu schaffen. So, einfach wieder rein. So, hier heizen wir mal schnell durch. Da wird nämlich der Schädel getriggert, beziehungsweise der Stein. So, tötet hier alles. Und ich kann mich mit dem Riesenfürsten wieder anlegen. Beziehungsweise erst meine Seelen einsacken. So. Ja, sein Schwert ist unfair. Manchmal. Weil er damit nach hinten schlagen kann. Oder einfach auf mich mal drauf brezelt. Eigentlich ist es am sichersten, zwischen seinen Beinen zu bleiben. Wow. Oder auch nicht. Nein, ist es nicht.
Ja, sterben. Wo hat sich Bernhard mal wieder verkeilt? Ah. Ihr seht, der Kampf ist nicht leicht. Okay. Nächstes Menschenbild. Und wieder rein da. Kein Problem, wir schaffen das. Oh, und ich könnte den Ringschnitt tauschen, so. Ein paar mehr Seelen für mich. Und wir rennen einfach mal hier durch. Wow. So. Genau, jetzt macht er wieder die Attacke. Der können wir leicht ausweichen. Und einfach gucken, dass wir seine Füße erwischen. Da kommt jetzt Bernhard und hilft uns mal zur Abwechslung. So, und dann kriegen wir den auch down. So, zur Hälfte ist er ja schon mal unten. Und ja, Schild bringt absolut nichts. So. Machen wir das lieber zweihändig und schnell vor allem. So. Und von ihm kriegen wir ganz sichtlich die Sympathie der Riesen. Und einen Haufen Seelen. So, dann können wir hier noch ein paar Sachen abstauben. Feuersamen, den wir nicht unbedingt brauchen. Vision von Geheimnis, aber nicht hier. So, hier kriegen wir die letzte Riesenseele. Übrigens, wem es nicht aufgefallen ist, das hier ist der Bossfight-Kampf vom Pursuer. Mehr oder weniger. Jo. Jetzt warten wir mal auf die nächste Feuerwelle. Da unten sind nämlich jede Menge Schiffe, auf denen ebenso gekämpft wird und die versinken. Ja, und hier sind sehr viele Tote. Also wirklich ein gewaltiges Schlachtfeld. So, wir können uns einfach rausporten. Das ist, glaube ich, einfacher. Und nach Machula zurückkehren. So, dann habe ich das für diese Aufnahmesession doch noch geschafft, was ich schaffen wollte. Deswegen gibt es jetzt von mir hier erst einmal wieder einen Cut. Und da sehen wir uns gleich wieder und gehen die Sachen durch, die wir gefunden haben. Und vor allem die... Wie heißt das Ding nochmal? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Gunst der Riesen oder Gnade der... Sympathie der Riesen. Genau.
Über die will ich dann ein bisschen philosophieren. Das hat nämlich endlich mal was Storymäßiges zu tun. Also, bis dann.